Ich bin selbst Anreiser gewesen, heute mit dem Zug gefahren und aus alter Gewohnheit wie in Düsseldorf erstmal in die Trambahn gestiegen, in die Straßenbahn. Hab dann nach so ein paar Stationen gemerkt, dass es vielleicht schlauer gewesen wäre, wenn ich zu Fuß hier zur Arena gekommen wäre. Bin ausgestiegen, hab kein fucking Taxi gefunden und dann sah mich ein Bremer Bürger verloren am Straßenrand mit seinem Wagen, machte die Scheibe runter, sagte, Jo, wo willst du hin? Da habe ich gesagt, ich habe heute eine Vorführung! Er sagt, kein Problem! Ich weiß nicht, wie ich ausgesehen habe, aber er hat mich zuerst versucht, beim Zirkus Roncalli zu platzieren. Aber ich will euch jetzt hier nicht volltexten. Ich bin froh, dass ich hier bin! Auswärtsspiel! Wir sind dabei, auch wenn es heute aufs Auge geht.
kann dann mit den anspruchsvolleren Sachen loslegen. Übungen, die ein bisschen Konzentration verlangen. Hände hoch! Also schon mal das eine. Beine flossen, jeder Mensch hat zwei. Hoch damit. Und jetzt ganz konzentriert von links nach rechts und wieder zurück. Und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und bevor wir das jetzt weitermachen, versucht einfach mal so auf der Stelle zu springen. Und jetzt kommt die Übung. Kommt einfach in die Gruppe. Beschissene Wendung nehmen. Deshalb immer dran denken, nur ein Drittel Wodka, zwei Drittel Liebe! Ich hab mich weit fast verloren.
weil folgendes Lied früher sehr, sehr oft an Lagerfeuern gespielt wurde, habe ich die Sache erst sehr spät für mich entdeckt, denn ich habe da immer so eine Aversion gehabt gegen diese akustischen Liederabende im Wald. Aber viel später habe ich nochmal genauer hingehört und denke, das ist eines der schönsten Lieder der letzten 100 Jahre. Das hat Hannes Wader geschrieben und das heißt heute hier, morgen dort. Und vielleicht erkennt ihr es ja wieder. Wir kamen in der Hoffnung,
Dieses Lied ist einem penetranten Arschloch gewidmet, das einfach aus diesem Land nicht rauszukriegen ist. Sein Name ist stellvertretend für all die anderen Arschlöcher in dieser Republik. Und das Lied heißt Sascha und es geht so. Von unserem Konzern. Vielen Dank dafür. Ja. Wenn man hier so ist, dann kann man jeden Abend zelebrieren, vor allen Dingen, wenn man noch morgens irgendwie um 6 drüber aufgestanden ist, Butterbrote geschmiert hat und zu irgendeiner Grundschule gefahren ist. Dieses Lied heißt Das ist der Moment. Es geht so. Wir spielen im Park, während wir hier sind.
schon alles mit und der Schwächter ist dann weiß. Das ist nur Körper hoch, ob es dachte oder nicht, du versuchst es dann davon. Du willst dich von meinen Freunden nicht an deinen nicht verstehen. Von deinem Mann und so gut wie nie zu sein. Wir werden niemals einer Meinung sein, wenn es nur uns wegkommt. Mach mich nicht mal auf, ich brauche dich. Jeden Tag ein Stolz, der kleinste Schrei. Vertraute Freunde, die uns immer wieder durch die Lande begleiten. Und wir werden in diesem Jahr, wie in letzter Zeit so oft auch, die Jungs und Mädels von Oxfam dazu. Vielleicht habt ihr deren Stände draußen auf dem Flur gesehen. Pro Asyl, Oxfam, kein Bock auf Nazis, alles Sachen, die absolut unterstützenswert sind. Und wenn ihr euch selber und uns einen Gefallen tun wollt, dann geht vielleicht auf den Weg nach Hause nochmal an den Ständen vorbei und guckt mal, was sie so machen. Das ist absolut okay und lohnt sich in jedem Fall. Und denen wollen wir heute diesen unermüdlichen Arbeitern, die da immer umsonst rumstehen und aufklären, denen wollen wir heute ein Lied widmen. Das heißt Europa und es geht so.
an einer jungen, aufstrebenden Band aus Berlin vorspielen. Gebt den Jungs eine Chance, sie haben es verdient. Und ihr Song heißt Schrei nach Liebe! Nur ein bisschen zu unterstützen. Es ist egal, ob ihr es kennt oder nicht. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr nicht als Letzter das Lied beendet. Der Rest ist, wie bei allen Hosensongs, ziemlich wurscht. Yes!
seine Melodie. Folgende kleine Melodie heißt Steh auf, wenn du am Boden bist, und sie geht voll anders. Können wir den Beginn machen? Wenn du da lang spielst, ist schlecht. Muss ich warten, bis du zu Ende bist. Genau darauf habe ich eigentlich gewartet. Ihr könnt euch jetzt entspannen, ihr könnt euch jetzt hinsetzen. Ihr seht ja, dass wir eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch schon mal gesehen hat. Reisefieber.
und Breitief hatte mit diesem Dudelsack mal so 100 Meter weitergehen, hat nichts gehört und der musste nachher dann im nächsten Ort eingesammelt werden. Der hat nicht mitgekriegt, dass er irgendwie zurückkommen sollte. Jedenfalls ist dieser Jörg Sander heute Abend hier und dem würden wir gerne dieses Stück widmen. Und in Erinnerung an all die guten Momente als Toto Hasen, als ZK und als sonst was hier in dieser Stadt, werden wir nie vergessen. Und deshalb leise Fieber!
war wahnsinnig schön, hier gewesen zu sein. Und diese Stadt liegt mir aus so vielen Gründen am Herzen. Nicht nur deshalb, weil ich hier meinen allerersten Kumpel in meinem fucking Leben fast hatte. Also so eine Knutscherei jedenfalls. Sondern aus vielerlei anderen Gründen. Und eins ist uns klar, es wird nicht für immer so sein. Und irgendwann läuft die Zeit aus, auch was so eine Band angeht. Und wir gehen jeden Abend raus und so auch heute hier in dem Bewusstsein und dem Gefühl, das mit euch zusammen zu zelebrieren. Und es macht einen ganz großen Spaß dabei. Vielen Dank dafür. Flying Charlie Diesel! Auf diesen Tag und tanzt vor Freude in meinen Asphalt. Als wär's mein Rhythmus, als gäb's mein Lied, lass mich immer weiter durch die Straßen ziehen. Komm dir entgegen.
ist ein Mittwochabend. Das heißt, auch in einer Weltstadt wie Bremen ist an einem Mittwochabend in den Kneipen jetzt sowieso nicht mehr so viel los. Ich meine, wir bleiben heute hier. In den Kneipen ist nichts los. Da können wir gleich mit euch noch ein bisschen hier in dieser Halle bleiben, oder? Seid ihr bereit für die zweite Halbzeit? Haben uns dann ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war, warst du gewalt und dich so voller Hass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Und merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gelegt. Das ist alles so lange her, so unendlich weit weg, doch es fällt mir nicht schwer, mich zu erinnern, was beim letzten Mal war, als wir uns noch sahen, draußen vor der Tür. Und ich weiß jetzt, dass es stimmt, dass es viele Freunde doch nur einen Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Das ist alles so lange her. Doch in dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit. Und es ist Ewigkeit zu hören, nach draußen vor der Tür. Stört euch nicht, wenn wir hin und wieder auch mal ein paar ältere Lieder spielen. Dieses hier heißt all die ganzen Jahre. Du hast mich noch nicht bekannt, obwohl ich vor dir stehe. Ich möchte mit dir reden, doch irgendwie kann ich's nicht. Ich hab dich dann nicht mehr gesehen, guck jetzt in dein Gesicht. So meine Neidung, Mann, und ich entdecke dich. Yeah.
das Fass steht. Man staut und denkt halt dann nochmal. So, so schön ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht schön. Sie haben einen Scheißstil. Sie haben keinen BMW. Und noch nicht mal Abitur. Wir haben sie,
das ist ein Skandal hier. Das hat jetzt nichts mit euch zu tun. Aber wir haben eine Crew mit 120 Leuten und kein Arschloch sagt uns die Zwischenstände von der scheiß Champions League. Kannst du mal eben kommen? Moment. Ja, Leute, ich sag das jetzt mal völlig wertfrei. Schalke gewinnt 1-0, Dortmund 4-1. Ist alles so viel leichter. Wir müssen.
hierher gekommen zu sein und mit euch darüber geredet zu haben. Es fühlt sich für uns richtig gut an. Wir können so wieder nach Hause kommen und sagen, ja, Bremen, das ist denen selber peinlich, was passiert ist. Die geben uns im Rückspiel die 3 Punkte. Es ist alles Suche. Und Leute, was soll denn das jetzt? Ganz am Schluss, muss doch nicht sein. Wir hatten eigentlich immer unsere Sympathie ein bisschen auch für euch. Verscherzt euch das jetzt nicht zum Schluss. Lasst uns lieber auf die wirklichen Arschlöcher konzentrieren. Und mein Junge, ja, ist damals noch in Berlin zum Kindergarten gegangen. 3, 4 Jahre alt. Und ich muss feststellen, dass seine Kids-Kollegen da in dieser Gegend ihn schon total versauen mit gemeingefährlichen Parolen und Sprüchen. Also im Sinne von, die Bayern sind aber echt gut. In der fucking Hauptstadt! Ganz schön lieber Hertha BSC oder was? Ich will euch mal was sagen und das werde ich auch bald an höchster Stelle tun. Frau Merkel, tut etwas gegen diese gefährlichen Situationen in Deutschlands Kindergärten! Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Bremen, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Thank you.
ansehen. Und ich wollte nur mal, dass ihr seht, wer der Mann ist, der diese Dinger immer raushaut. Und morgen, wenn ihr das anklickt, und auch alle anderen, die nicht hier sind, würde ich gerne mal sagen, das hier ist Bremen. Eine wunderschöne, gute Laune. Okay, Paul. Das kriegen wir gleich noch besser hin. Aber wir geben ihm noch ein bisschen Zeit, oder? Erst mit der Führhand kommen jetzt. Alles aus Liebe mit der Führhand und gleich den Part. Dieses Stück geht folgendermaßen. Oh,
du genau da Nummer 7, einer vor der anderen.